Serien im Fernsehen und Episodentitel bei Spielen stehen derzeit sehr hoch im Kurs. Das französische Entwicklerstudio Dornan Entertainment bringt mit Life is Strange jetzt ein neues Adventure auf den Markt. Eine dunkle Nacht, durchzogen von Blitzen. Der Donner durchdringt uns. Auf nassem Waldboden liegt ein bewusstloses Mädchen. Wir übernehmen die Steuerung und hauchen dem Mädchen wieder Leben. Auf der Suche nach einem sicheren Versteck weist uns ein Schild den Weg. Hinein in den Tod. Plötzlich erwachen wir in einem Klassenzimmer, in dem ein Lehrer seine Rede schwingt. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Nur ein Albtraum? Unsere Protagonistin Max ist erstmal genauso verwirrt wie wir. Um an dieser Stelle allerdings nicht zu weit vorzugreifen, lassen wir jetzt Bilder sprechen. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. To all of you, American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. Who you're messing around with? What's going on in here? She means what to do. Not my parents, not the principal, or that whore in the bathroom. We're the waterfront, so you better figure out what side you're on. I'm Price. Chloe Price. Bang! Der Stilmix aus Realismus und Aquarellmalerei zieht einen sofort in seinen Bann. Zusammen mit einem wunderschönen Soundtrack erschafft Life is Strange eine melancholische Grundstimmung, die einen nicht mehr loslässt. Wobei wir allerdings schon bei einem der wenigen Kritikpunkte sind. Die Emotionen bei den Charakteren kommen nicht wirklich rüber. Sie wirken hölzern und die Sprecher sind nicht immer synchron. Nichtsdestotrotz kann die Geschichte überzeugen. Einfühlsam erzählt, wird man schnell in die Welt von Max hineingezogen und macht sich auf den Weg, die Eindrücke und die neu gewonnenen Fähigkeiten zu verarbeiten. Are you okay? Wir können nämlich die Zeit zurückdrehen. Damit ist auch schon das recht einfache Rätseldesign erklärt. Wir sprechen mit Leuten, drücken Knöpfe, sehen uns die Konsequenzen an, spulen zurück und versuchen es erneut. Dies ist auch recht sinnvoll, denn all unsere Handlungen haben kurz- oder langfristige Auswirkungen auf die Storyline. So können wir frei entscheiden, welchen moralischen Weg unsere Protagonistin einschlägt. Der Grund für den extrem einfachen Schwierigkeitsgrad ist wohl, um den Spielfluss am Laufen zu halten. Denn Life is Strange könnte man genauso gut einen interaktiven Film nennen. Die Inszenierung, Kameraführung und das Storytelling können durchaus mit aktuellen Kinoproduktionen mithalten. Life is Strange Chrysalis ist der gelungene Auftakt zu einer Serie, die hoffentlich das halten kann, was sie uns jetzt verspricht.